Genau. Na? Na. Oh. Musst du das Licht anmachen? Draußen wäre gut. Wie geht's? Ja. Okay. Eigentlich? Ja. Ganz gut, ne? Super. Ja. Was ist Feierabend gemacht? 18 Uhr. Der dritte Laden ging sehr, sehr gut und abladen auch. Das hätte ich nicht vermutet. Ich habe eigentlich gedacht, das wird 8 Uhr, aber wenn der Laden länger gedauert hätte, wäre es auch 8 Uhr geworden. Aber war alles das dritte. Hast du da wohl auch 3 gemacht, ne? Ja, der hat ja getauscht. Immer wenn der getauscht hat, habe ich aufgemacht, die Dinger. Der hat ja nur 2-mal geladen. Und dann zugemacht, ja. Aber er musste dann nur zwischendurch einmal ja hier hin. Das hätte ich einen Auflieger ja nie wieder gekriegt. Nee. Messe darfst du noch sowieso nicht stehen lassen. Nee, aber auch so, wenn ich mal Müller entstehen lassen müsste, hätten wir hier einander hinschicken müssen, weißt du? Ach, das ist ja nichts, ne? Das ist albern, ne? Wann kommt die Zugmaschine denn wieder? Moin. Mal kommen. Mein Gequietsche war gestern Nachmittag weg. Aber das wurde gestern Vormittag immer lauter. Das ist gleich mal gucken. Mit 307, der hatte das auch letztens. War es das Quietschen? Ja. Aber der Jürgen, der Döpper fährt den ja, ne? Ja. Der sagte, das ist dann nachher auch wieder weg. Also ich denke mal, das ist ja Kalorien. Hat jetzt noch nichts mehr dazu gesagt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mich wieder mal bei zwei Leuten bedanken. Zum ersten bei Luca. Der Luca hat mir unter anderem auch eine Kaffeemaschine geschenkt. Und da hat er schon länger von gesprochen. Hat mich überrascht damit. Ich habe mich super geil gefreut. Die bin ich gerade am Ausprobieren. Ihr kennt den Luca, der hat einen eigenen Kanal, Life for Trucking. Ich habe den ja bei mir aufgekauft. Die Kaffeemaschine ist nicht mehr hier drin. Jetzt habe ich natürlich die eine von einem Abonnenten bekommen und jetzt hier die zweite. Jetzt habe ich 2 Kaffeemaschinen, vorher hatte ich gar keine. Ich bin die zweite jetzt am Testen und ich habe mich super geil darüber gefreut. Ja, ihr seid alle verrückt, habe ich schon erwähnt, ne? Was spiele ich überhaupt hier mit dem Karton? Luca, vielen Dank dafür. Ja, echt Knaller, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Womit habe ich das alles verdient? Ach, Wahnsinn. Vielen Dank. Danke, ne? So, das war Punkt 1. Punkt 2 war heute Morgen. Ich war im Büro, weil ich fange ein bisschen später an. Ich muss gleich 500€ Paletten laden. Oben bei dem Spediteur in Kerpenhorn. Und dann war ich gerade im Büro und dann hat mein Disponent gesagt, da ist noch was für mich angekommen. Das nicht, das ist der Auftrag. Und zwar habe ich bekommen von, wo sind jetzt der Zettel? André Brennscheid. Mal so, ich habe hier Schlüsselanhänger drin, ich habe hier Ladekabel drin. Ich habe Kugelschreiber, 2 Feuerzeuge und... Oh. Hier, guckst du? Jawoll! Ach, nee. Spitzmäßig, ich freue mich wie Bolle. Ihr seid alle verrückt. Vielen Dank. Vielen lieben Dank für die ganzen Schlüsselbänder. Die kommen in meine Sammlung. Wahnsinn. Ihr seid verrückt. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr lieb. So, und jetzt zu meinem Auftrag. Ich fahre oben in Kerpenhorn im Laden 500€. Damit fahre ich einmal. Erste Stelle abladen, Monschau. Zweite Stelle, Wassenberg. Das machen wir. Das machen wir aber erst gleich, weil ich soll um 9 Uhr da sein. Wir haben 8.35 Uhr heute am Donnerstag, den, was haben wir, 5. Die Kaffeemaschine läuft. Ich kann mir schon mal Zucker rein tun. Hey. Oh, scheiße, verkeilt. Ey, ich krieg das mit um. Ach du Scheiße. Jetzt. Da hätte sich aber eine verkeilt, wa? So, wir machen unsere Sichtkontrolle am Fahrzeug.
So, ich lade jetzt hier 500 Euro Paletten. Ich habe schon die Hälfte geladen. Und dann geht's auf in die Eifel. So, an der Stelle unterbreche ich mal, weil ich euch mitteilen möchte, dass ich, also ihr habt ja gesehen, dass ich das eine Video, ja genau, ich habe das Video gemacht und da ist der Ton unheimlich schlecht. Ich habe mir das auch ein paar Mal angeguckt, ich kann das gar nicht verstehen. Ich habe versucht, irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, funktioniert nicht. Also die GoPro 5, die hat irgendwie eine Klatsche. Ich habe die schon wieder zusammengebaut, die kommt in den Karton und dann werde ich die meinem Chef geben und dann kann der die umtauschen. Oder der gibt mir einen Zettel und ich fahre die umtauschen. Auf jeden Fall hat die unheimliche Tonprobleme. Ich habe mir für die GoPro 5 ein Steelcase bestellt, wo ich ein Mikrofon oben drauf mache. Warte. Ich habe hier ein unheimlich schönes Rode Mikrofon. Ich habe das angeklemmt auf die GoPro 5 und habe super geiles Schneidematerial. Auf der Messe Köln gemacht und das kannst du komplett vergessen. Du geile Sau. Ja, aber das ist Stiel, Scheiße, Elektro. Sind der beste Stapler überhaupt. Aber ich, jetzt weiß ich, ob er der beste Staplerfahrer hier ist. Nee, ich hab ihn gefunden. Und ich hab da jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. So, ich habe die GoPro mit dem neuen Mikrofon zusammen gehabt. Dann habe ich mir gedacht, die GoPros, die ich habe ja die 5er, wenn die getauscht wird, und die 4er. Die 4er ist eigentlich richtig, richtig geil, aber ich habe mir gedacht, die GoPros, die werden jetzt rechts, links, unterm und auf dem Auto befestigt, also quasi Fahrszenen und so und ja. Ich habe gestern mit meiner Frau stundenlang rumtelefoniert, weil ich wollte eine bestimmte Kamera haben. Die gibt es hier im Kreis überhaupt nicht mehr. Ich bin echt total verzweifelt. Und zwar habe ich auch dann zum guten Schluss in Köln-Weiden im Saturn angerufen und die haben mir mitgeteilt, welche Saturn-Märkte im größeren Umkreis noch eine haben. Und da war Solingen. In Solingen war noch eine. Canon Legria Mini X, das war die allerletzte, die noch da war und ich bin sehr, sehr froh. Junge, was meinst du, bis du erstmal da bist? Das ist ja in Solingen nicht so, du fährst von der Autobahn ab und dann bist du direkt da. Nö, da musst du noch ungefähr so 125 Kilometer fahren, bis du erstmal an dem Saturn bist. Dann bin ich durch das Parkhaus gefahren, ungefähr so 12 Tage, bis ich erstmal einen Parkplatz hatte. Aber die 12 Tage, die du vorher rumgekurft bist, die musst du auch bezahlen. Wahnsinn. So, und mit dieser Kamera bin ich jetzt gerade hier schon am Filmen. Ich habe die gestern mit meiner Frau ausprobiert und die macht ein richtig geiles Bild. Mein Problem ist immer nur, ich gucke immer oben in das Display rein, aber ich sollte ja unten in die Linse reingucken. Naja, die Kinder sind Chips am Essen. Jana hat mich gestern auf der ganzen Fahrt zurück bequatscht, dass die vielleicht nicht die Kamera haben kann oder eine, weißt du, aber ich brauche die ja. Mm-mm. Ja. Mm-mm. Hm? Ich brauche die. Ne, Prost, ne? Die Leute beim Saturn in Solingen, die haben mir gesagt, die Kamera ist so schwer zu kriegen im Moment. Also haben die mir gesagt, also das kommt jetzt nicht von mir. Weil da sind Teile von der Zuliefererfirma, die da verbaut werden. Und das Problem ist einfach, die Zuliefererfirma, die gibt es nicht mehr. Deswegen wissen die nicht, so laut Aussage von Saturn, die wissen nicht... Hallo! Die wissen nicht... Ob die Kamera weitergeführt wird, geschweige denn, ob da ein Nachfolgemodell kommt, das wissen sie nicht. Also wie gesagt, das kommt jetzt nicht von mir, das ist die Aussage von den Leuten aus Solingen.
Ich fahre jetzt gleich erstmal zum LKW, weil ich muss die Standheizung anmachen. Wenn ich nämlich morgens in den LKW reingehe und der ist kalt, dann kriege ich ungefähr so ein paar Pickel. Positionscheck. Hallo, kannst du mich sehen? Das einzige Problem bei der Legria ist, ich habe hier nichts, wo ich die zum Halten kriegen könnte. Muss ich mir mal Gedanken machen. Wie ist der Ton denn, Schatz? Sag mal was. Sag mal hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Juhu. Hier gibt es unwahrscheinlich gute Sportlernahrung. Wenn du Krafttraining machst, kannst du hier wirklich gutes Essen holen. Ja, voll. Das ist richtig. Nicht? Nee. Ach, schönen guten Tag. Danke. Bitte? Oh, danke. Ja, ab morgen. Ab morgen. Ups. Vielen Dank. Tschö. Was hat die gesagt? Schönen Abend? Ja. Was hast du denn für einen geilen Burger? Hamburger Royal DS. Lecker. Mm. Ich muss erst mal gucken, wie ich das mache. Hast du Platz genug, Schatz? Ja. Das sieht gut aus.